Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der serbische Ministerpräsident Djindjic ist heute in Belgrad bei einem Attentat getötet worden. Nach Polizeiangaben feuerten Scharfschützen auf den 50-Jährigen, als er vor dem Regierungsgebäude aus einem Auto stieg. Der Politiker sei zweimal in die Brust getroffen worden. Djindjic erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach ARD-Informationen wurden drei Verdächtige festgenommen. Inzwischen wurde in Serbien der Ausnahmezustand ausgerufen. Belgrad im Ausnahmezustand. Der Mord an Zoran Djindjic hat die derzeit friedliche Entwicklung am Balkan empfindlich gestört. Mit dem charismatischen Ministerpräsidenten verliert Serbien ein Leitbild, das nicht so leicht, wenn überhaupt, zu ersetzen sein wird. Noch weiß niemand, wie es im Lande weitergehen kann. Denn eines ist klar, festgefügt ist die Demokratie in Serbien keineswegs. Sichtlich betroffen bestätigte denn auch der stellvertretende Ministerpräsident Josic am Nachmittag den Tod von Djindjic und er fügte hinzu: Die Mörder wollen Demokratie und Menschenrechte in Serbien verhindern. Es wird ihnen nicht gelingen. Djindjic war für viele in Serbien das Hassobjekt Nummer eins gewesen. Erst jüngst hatte er sich mit der Unterwelt angelegt. Er, der in Deutschland studiert hatte, wollte aus Serbien einen Rechtsstaat machen. Das dürfte ihm nun zum Verhängnis geworden sein. Eine Krise muss nicht einen Krieg bedeuten. Eine Krise kann auch bedeuten, dass wir schwache Regierungen haben, die durch die organisierte Kriminalität regiert sind. Und deshalb stellte er sich mutig auch gegen die serbische Mafia. Sein größter politischer Erfolg, er hatte gegen das Regime Milosevic gekämpft, hatte Serbien aus der Diktatur herausgeführt, ohne jene Illusionen, denen viele seiner Landsleute nach wie vor anhängen. Ich bin Realpolitiker, ich versuche die täglichen Probleme zu lösen und so 5 oder 10 Jahre Perspektive für das Land zu öffnen, aber nicht die historischen, schwierigen historischen Fragen zu lösen. Ich glaube, die Zeit ist zu turbulent, um dann einfach zu entscheiden über etwas, was 200 Jahre lang gedauert hat. Djindjics größte und bleibende Leistung war die Wende im Oktober 2000. Er hatte ein Bündnis von 18 Parteien geschmiedet, mit dem späteren Präsidenten Koštunica an der Spitze. Doch als er Milosevic nach Den Haag bringen ließ, kam es zum Streit. Dass Djindjic mit dem Tribunal zusammenzuarbeiten bereit war, brachte ihm ebenfalls Feindschaft ein. Immerhin, Djindjic war bald ein international anerkannter Ministerpräsident, für die Demokratie in Serbien ein Hoffnungsträger. Das Attentat auf Djindjic löste in der Europäischen Union Trauer und Entsetzen aus. Der Beauftragte für die Außenpolitik der Gemeinschaft Solana sprach von einer Tragödie. Auch die Bundesregierung reagierte bestürzt. Bundeskanzler Schröder sagte, mit Djindjic sei nicht nur ein Deutschland nahestehender Politiker ums Leben gekommen, sondern auch ein Freund. Außenminister Fischer verurteilte den Anschlag auf das Schärfste. Es ist ein Verbrechen, das ganz offensichtlich nicht nur auf den Menschen Djindjic zielt, sondern auch auf die Fortsetzung von Reformen und die Demokratisierung, für die er persönlich gestanden hat in schwieriger Zeit. Wir werden unsere Verpflichtung für Frieden und Stabilität in der Region aufrechterhalten, wenn nötig auch intensivieren. Denn wir dürfen nicht zurückfallen in eine Situation der Instabilität oder gar blutiger Gewalt. Das Signal des heutigen Tages, das furchtbare Signal des heutigen Tages von Belgrad, dieses muss uns dazu bringen, dass wir gemeinsam für Frieden und Stabilität alles Notwendige unternehmen. Im Irak-Konflikt hat der britische Premierminister Blair heute konkrete Vorschläge für einen geänderten Resolutionsentwurf gemacht. Großbritannien will dem irakischen Machthaber Saddam Hussein neue Bedingungen auferlegen, um seine Abrüstungsbereitschaft unter Beweis zu stellen und einen Krieg zu vermeiden. Am Abend traf Blair in London mit Bundeskanzler Schröder zusammen. Ankunft der Limousine mit Bundeskanzler Gerhard Schröder am Abend im Innenhof von Londons Königlicher Kunstakademie. Es gilt, die Ausstellung von Meisterwerken aus dem Dresdner Zwinger zu eröffnen, ein schon lange geplanter Termin. Die Irak-Krise überschattet jedoch alles. Der Kanzler aus dem alten Europa wird dennoch mit einem herzlichen Gerhard von Premierminister Tony Blair begrüßt.
Beide werden sich noch einer ganz anderen Kunst widmen, der schwierigen Frage, wie die verhärteten Fronten im UN-Sicherheitsrat vielleicht doch noch aufgeweicht werden können. Blair will das mit einem neuen Forderungskatalog an Saddam Hussein erreichen, den er heute im Parlament vorstellte. 6 Bedingungen enthält der britische Vorschlag für die UN. Die zentrale: Saddam müsse in seinem Staatsfernsehen erklären, dass er Massenvernichtungswaffen versteckt habe und zu ihrer Aufgabe bereit sei. Er soll Waffenbestände offenlegen und irakische Wissenschaftler ausfliegen lassen. Ich glaube, wenn wir diese Bedingungen klarstellen und die Vereinten Nationen dahinter bringen, dass es eine Chance gibt, den Konflikt abzuwenden. Aber wir müssen zeigen, dass wir bereit sind zu handeln, wenn Saddam die Konditionen nicht erfüllt. Krisenstimmung in Tony Blairs Amtssitz. Der Premier versucht zugleich, die ungeduldige amerikanische Regierung zu zügeln und einen schnellen Kompromiss bei den Vereinten Nationen zu erreichen. Eines hat Tony Blair heute allerdings klargestellt: Kommt es zum Krieg, sind britische Soldaten dabei. Die USA und ihre Verbündeten arbeiten offenbar bereits an einem veränderten Resolutionsentwurf. Aus diplomatischen Kreisen hieß es, das Papier könne noch heute in den UN-Sicherheitsrat eingebracht werden. Der bisherige Entwurf war weiter auf breiten Widerstand gestoßen. Eine fieberhafte Suche nach einem Kompromiss am Sitz der Vereinten Nationen. Nachdem der amerikanisch-britische Resolutionsentwurf mit einem Ultimatum 17. März endgültig vom Tisch ist. Nun wird an einem neuen Text gefeilscht. Der Irak, so heißt es in New York, solle konkrete Prüfsteine, also Nagelproben, in einem bestimmten Zeitrahmen bestehen. Das geht auf den Vorschlag der vermeintlich Unentschiedenen wie Angola, Mexiko und Pakistan zurück. Doch wie diese Prüfsteine genau aussehen könnten, ist noch offen. Wenn Großbritannien jetzt bereit ist, zu akzeptieren, dass die Inspektoren die Prüfsteine für die Abrüstung bestimmen, dann begrüßen wir das. Jede Form von Automatismus für einen Militärschlag oder ein Ultimatum werden wir nicht mittragen. Im ersten Teil der zweitägigen Debatte hatten sich fast alle Staaten im Sicherheitsrat gegen einen Militärschlag ausgesprochen. Sie warnten vor den Folgen für die gesamte Region. Der Frieden solle eine Chance bekommen. Lediglich Kuwait und Australien unterstützten den Kurs Washingtons und Londons. Es zirkuliert bereits ein Text in New York, 1,5 Seiten, mit den konkreten Prüfsteinen. Im Einzelnen wird darüber noch verhandelt. Die große Frage ist nun, ob Washington sich auf eine weitere Fristverlängerung überhaupt einlässt oder im Zweifel auch auf Tony Blair verzichtet. Die irakischen Behörden haben in der Nähe von Bagdad Journalisten die umstrittene Drohne präsentiert, die von UN-Inspektoren sichergestellt worden war. Das ferngesteuerte Kleinflugzeug soll jetzt überprüft werden, so ein UN-Sprecher. Es werde kontrolliert, ob die Drohne gegen die Reichweitenbeschränkung von 150 Kilometern verstoße und die Fähigkeit habe, biologische oder chemische Kampfstoffe zu transportieren. Die USA haben auf einem Luftwaffenstützpunkt in Florida eine neue Bombe getestet. Nach Militärangaben kann der satellitengesteuerte Sprengkörper als so wörtlich verheerende Waffe gegen Bodentruppen eingesetzt werden. Die sogenannte MOAB-Bombe verfüge über die Sprengkraft einer kleinen Atombombe. Nach den Worten von US-Verteidigungsminister Rumsfeld sei das Ziel, den Druck auf den irakischen Staatschef Saddam Hussein so zu verstärken, dass er kooperiere. Kurdenführer Öcalan ist in der Türkei nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte kein fairer Prozess gemacht worden. Das Sicherheitsgericht, das Öcalan 1999 zum Tode verurteilt hatte, sei weder unabhängig noch unparteiisch gewesen, so die Richter. Öcalan war wegen des Kurdenaufstandes in der Türkei angeklagt. Das Urteil wurde später nach Abschaffung der Todesstrafe in der Türkei in lebenslange Haft umgewandelt. Ankara kündigte Einspruch gegen die Straßburger Entscheidung an. 2 Tage vor seiner Regierungserklärung zu Reformplänen sieht sich Bundeskanzler Schröder auch innerparteilich mit Widerstand konfrontiert. Politiker des linken Flügels der SPD und Vertreter der Gewerkschaften warnten heute vor drastischen Einschnitten bei den Sozialleistungen. Im Mittelpunkt der Kritik stehen mögliche Kürzungen für Arbeitslose. Auch das geplante Kreditprogramm in Milliardenumfang sorgte für weitere Diskussionen. Investitionen ankurbeln, den Sozialstaat umbauen. Des Kanzlers Pläne am Rande sämtlicher Sitzungen werden sie heute analysiert. Einschnitte bei Arbeitslosengeld und Hilfe, aus den Büros der SPD-Linken erste Kritik. Die Pläne dürften am Ende nicht zu weit gehen. Wir sind uns in der SPD insgesamt einig, dass bei der Reform des Sozialstaats es nicht um Abbau, sondern um Umbau gehen muss. Alles andere ist auch reaktionär und das machen wir nicht mit.
Keine Details zu Kanzlers Ankündigungen vom Finanzminister unterwegs in den Finanzausschuss. 15 Milliarden Investitionsprogramm bereitgestellt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau sind geplant. Bei den Finanzpolitikern ist das umstritten. Für uns als Grüne ist ganz wichtig, dass wir mit einem solchen Programm keine weitere Haushaltsverschuldung bekommen. Das wäre kontraproduktiv. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine Staatsbank. Und wenn die das finanziert, erhöht das natürlich genauso die Staatsschulden, weil der Staat dafür haftet. Das sieht nach außen besser aus. In Wirklichkeit ist es genau das Gleiche. Des Kanzlers Rede noch nicht gehalten. Da wird aus München schon ein CSU-Gegenprogramm angekündigt. Freitag im Bundestag will Stoiber es vorstellen. In der CDU einiges umstritten, etwa Kürzungen beim Kündigungsschutz. Ich habe vorgeschlagen, dass man praktisch den besonderen Kündigungsschutz erst bei einem Betrieb mit über 20 Mitarbeitern eingreifen lässt. Das würde gerade in einem mittelstandsorientierten Land, wie wir das ja sind, mehr Arbeitsplätze bedeuten. Wettlauf der Reformvorschläge. Freitag früh soll auch der Kanzler noch Konkreteres vorstellen. Bis dahin weiter viel Stoff für Analysen. Weiter in der Diskussion sind auch die Rentenbeiträge. Das Bundessozialministerium geht davon aus, dass der Beitragssatz auch im kommenden Jahr stabil bei 19,5% bleibt. Nur im ungünstigsten Fall drohe ein Anstieg, erklärte ein Ministeriumssprecher heute. Er wies Zeitungsberichte zurück, wonach Experten der Rentenversicherung für 2004 einen Anstieg des Beitragssatzes auf 19,9% nicht ausschließen. Bei der Verfolgung gravierender Straftaten müssen Pressefreiheit und Fernmeldegeheimnis im Einzelfall zurückstehen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hervor. Danach dürfen die Telefone von Journalisten überwacht werden, wenn die Behörden eine Straftat von erheblicher Bedeutung verfolgen. Drei Journalisten hatten sich dagegen gewehrt, dass ihre Telefondaten heimlich für die Fahndung genutzt worden waren. Der Urteilstenor war knapp und für alle verständlich. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Der wichtigste Urteilsgrund: verfassungsrechtlich lasse sich nicht begründen, warum Rechercheinteressen der Medien grundsätzlich den Strafverfolgungsinteressen des Staates vorgehen sollten. Die Bundesregierung sieht sich bestätigt, nämlich, dass im Einzelfall immer abgewogen werden muss mit dem Interesse des Staates an der Strafverfolgung. Und das sehen unsere Gesetzestexte auch vor. Dem Gericht lagen zwei Fälle vor. Im Falle des Ex-RAF-Terroristen Hans-Joachim Klein, der jahrelang wegen dreifachen Mordes gesucht wurde, führten die Handydaten einer Journalistin zur Festnahme in diesem Haus in Frankreich. Auch zum Milliardenbetrüger Jürgen Schneider sollten Handydaten die Ermittler führen. Das sei möglich, urteilten die Verfassungsrichter. Sie bauten aber rechtsstaatliche Hürden auf. Von erheblicher Bedeutung müsse die Straftat sein und es müsse ein konkreter Tatverdacht vorliegen. Darüber hinaus verlangten die Verfassungsrichter eine genaue Prüfung durch den Ermittlungsrichter, der die Überwachung angeordnet hat. Und hier haben die Verfassungsrichter betroffenen Journalisten erstmals ein Rechtsmittel an die Hand gegeben. Betroffene können in Zukunft im Nachhinein gerichtlich überprüfen lassen, ob der schwerwiegende Grundrechtseingriff tatsächlich gerechtfertigt war oder nicht. Im Bieteverfahren um die insolvente Kirch Media ist nur noch ein Interessent übrig. Mit dem US-Milliardär Chaim Saban gehen die Verhandlungen jetzt in die abschließende Phase. Saban will Kirch Media zusammen mit dem französischen Privatsender TF1 übernehmen. Zuvor hatte sich der Hamburger Bauer Verlag aus dem Milliardenpoker zurückgezogen und damit den Weg für Saban vorerst freigemacht. Bei Kirch Media hieß es dazu, das Bauer-Angebot werde aber weiter als Alternative betrachtet. Das ist Chaim Saban. Von dem 58-jährigen US-Unternehmer gibt es nur ein paar Fotos. Obwohl in Deutschland bislang nur Insidern bekannt, hat doch fast jeder schon von ihm gehört. Die Titelmelodie von Dallas stammt aus seiner Feder. Musik war sein erstes Business, ehe er in den 80ern ins Fernseh- und Merchandising-Geschäft einstieg. Seit heute scheint klar, die Kirch Media, zu der der TV-Konzern ProSiebenSat.1 und das größte Filmarchiv Europas gehören, werden an Saban gehen. Es gibt aus meiner Sicht keine elementaren Themen mehr, die hier noch zu diskutieren sind. Ich muss nach dem jetzigen Verhandlungsstand davon ausgehen, dass es in dieser Woche zur Unterzeichnung der Verträge kommt. Lange Zeit war der Hamburger Verleger Heinrich Bauer Favorit gewesen. Heute ließ er mitteilen, dass er sich an einem Bieterwettlauf nicht beteiligen werde.
Doch nicht nur das ein wenig höhere Angebot seines Konkurrenten, der angeblich knapp 2 Milliarden Euro zahlen will, ließ am Ende die Gläubiger von Bauer abrücken. Noch wichtiger, beim Bauer Verlag, der rund 100 Zeitschriftentitel und 35% an RTL 2 hält, drohte wegen kartellrechtlicher Probleme eine Hängepartie. Für den Fall eines Scheiterns hält sich der Heinrich Bauer Verlag noch bereit. Doch knapp ein Jahr nach der Kirchpleite läuft hier alles im Moment auf Chaimser Bahn hinaus. Wieder ein Selfmade-Man also, der erst im Januar auf den Plan getreten ist. Wir sind entschlossen, hatte er da im Spiegel erklärt. Das Geld für seinen Einstieg verdiente er übrigens zusammen mit Rupert Murdoch durch den Verkauf eines gemeinsamen Medienunternehmens an den Disney-Konzern. Von den 5,2 Milliarden Dollar blieben Saban schätzungsweise 1,4 Milliarden. Nachdem die Fahrgastzahlen der Bahn zu Jahresbeginn hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, will der Konzern das neue Preissystem mit Sonderangeboten ergänzen. Vom Sommer an soll es unter anderem einzelne Preissenkungen im Fernverkehr geben. Bahnvorstand Franz sagte, im Januar und Februar hätten die Passagierzahlen rund 7% unter Plan gelegen. Bundeskanzler Schröder und seine Ehefrau Doris waren heute unter den ersten Besuchern der CeBIT in Hannover. 6.500 Firmen präsentieren sich bis 19. März auf der weltweit größten Computermesse, 700 weniger als im Vorjahr. Auch mit einem deutlichen Besucherrückgang wird gerechnet. Schwerpunkte in diesem Jahr sind der Handystandard UMTS, Verbesserungen in der Netzsicherheit und der mobile Internetzugang.